haben wir immer noch nichts, weil das alles hier zu leicht verarbeitet wird. Ich glaube, ich lass mal... Petroleumgas ist viel zu viel da. Ah, das ist ein Problem. Es wird bald ein Problem werden, ja. Machen wir nochmal einen Tank ran. Das zögert das Problem ein bisschen aus. Gut. Also ich werde wahrscheinlich das hier auch noch kappen müssen. Und hier oben... Das passt auch nicht. Und irgendwo hier oder so muss ich dann die Produktion für die Munition, Flammenmunition herstellen. Will ich nicht wirklich. Also wieder irgendwo was reinquetschen müssen. Das heißt, ich müsste das dann, wenn... ist nirgendwo Platz. Wird zu viel verheizt hier. Also die Raffinerien kommen anscheinend nicht hinterher. Mach sie schneller. So. Ja, Raffinerien kommen nicht hinterher. Und ich bin am Verhungern, Durst trinken. Ohne Flammenwürfe Basen knacken ist momentan nicht. Nee. Okay, baue das Ding einfach hier hin auf, wenn es so doof aussieht. Baue es dahin. Du stellst jetzt verdammt nochmal her. Flammenwerfer Munition. Brauchst dafür Eisenplatten. So, die forderst du jetzt. Gib mir her. Beschränkt das Ding nicht. Werd schneller. So, jetzt brauchen wir Schweröl und Leichtöl. Schweröl ist okay. Jetzt kriegen wir von hier theoretisch, wenn denn da mal was überbleibt, was ich bezweifle. Gut. Schweröl hätten wir. Leichtöl. Kann ich da rauszwacken? Ne, kann ich nicht. Ja, das geht. So. Kommt da raus und dahin. Also theoretisch könnte es jetzt gebaut werden. Praktisch bin ich mir ziemlich sicher, dass die anderen Sachen vorher das Leichtöl und Schweröl wegschnappen. Weswegen ich das Ding hier vielleicht mal kappen sollte. Weil wir haben genug Petroleumgas. Es kommt nicht genug Leichtöl an, ja. Ja, dich Ding, dich mache ich einfach mal aus. Dich mache ich auch aus. Damit ich dann später das wieder anschalten kann, wenn ich dann irgendwann kein Petroleumgas mehr habe. Das werde ich spätestens merken, wenn wir keine roten Schüsseln bekommen, weil Plastik fehlt. Aber bis dahin sollte das schon mal einigermaßen funktionieren. So, jetzt brauche ich Sauerstoff, sonst kippe ich gleich um. Und eigentlich brauche ich Stein, um daraus Ziegel zu machen, um daraus Mauern zu machen, um die Osterweiterung hinzubekommen. Und ja, ich laufe hin, da laufe ich hin. Druck, Druck. Aber genau deswegen spiele ich auch Hardcoreo. Weil es genau so einen Druck überhaupt erst aufbaut. Das sollte auch noch zu. Essen, Essen ist auch noch reinschmeißen. Essen haben wir nicht so viel da. Ich müsste also, wenn ich nachher irgendwo mal zu einem großen See gehe, da ein paar Fische wegfangen. Weil hier in meiner Basis werde ich keine Fische mehr bekommen. Oder nur sehr wenige. Dafür haben wir zu wenig Wasser. Aber es gibt so große Stellen hier, wo ich einfach nur am Rand einmal langlaufen muss und da sind überall Fische. Das hält ja für ein paar Folgen. Du Bau, Landfill. Du Bau, Landfill. Du Bau, Landfill. Seid ihr am Arbeiten? Nein, weil hier ein Rohr da fehlt. Und ein Rohr da fehlt. Jetzt seid ihr am Arbeiten. Und jetzt wird auch wieder mehr Petroleumgas verbraucht. Richtig. Trotzdem soll das eine ganze Weile so halten. Ist okay. So, wie viel Muni habe ich? Ich will töten, verdammt nochmal. Das heißt, ich muss töten, sonst überrennen sie uns irgendwann. Tröpfel? Tröpfel, Tröpfel. Ja, Schweröl. Schweröl ist das Problem. Du arbeitest nicht, weil wir keine Rohre automatisiert haben. Ja. Du Rohre. Rechts, Shift, links. 50 Eisenplatten beschränkt die auf 2.
nö, ich fühle dich nicht von Hand nach. So, go. Das sollte dann da auch funktionieren. Roboter haben alle zu tun. Das ist schade. Lässt sich nicht ändern. So, jetzt mit 3 Tanks. Also ich kann mit 3... Das sind ja 4 Stacks. Also insgesamt 20 Tanks. Damit kann ich ein paar Gebäude zerstören. Aber es wäre dann wieder so ein Hit-and-Run-Ding. Nee, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich lasse jetzt das Ding eine Weile arbeiten, dass ich genug Tanks habe, um mehr auf einmal zu zerstören. Ich hoffe mal, dass diese fliegenden lila Dinger da nicht kommen. Und mache mich jetzt dran, unten... Ja, was? Kupfer... Ich habe mir den Gedanken gespielt, die Kupferanlage auch noch umzubauen. Damit da immer genug Kupfer ist. Aber wir haben immer genug Kupfer. Das ist keine Mangelerscheinung, Kupfer gerade. Natürlich wäre es toll, wenn das alles hier ein bisschen streamliniger ist, aber das brauche ich gar nicht. Eisen. Eisen wäre es eher. Das heißt, hier hinteren die Grinder setzen. Die 2. 2 werden nicht reichen. Du kannst schon mal weg. Du kannst weg, 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 weg. Ich kann sie einfach mit reinhauen. In der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. Habe ich das nicht irgendwo anders schon gemacht? Na egal. Nimm einfach. Hier. Da ist doof. Da und da. Dim, dim. Dim, dim. Und ergänzt jetzt ein bisschen das Roherz durch Flex. Und hoffentlich haben wir dadurch irgendwie eine Gewinnersparnis. In irgendeiner Form, auch wenn das Erz hier eigentlich nur weg muss. Das heißt, was brauche ich eigentlich wirklich? Eigentlich brauche ich wirklich ganz, 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 ganz viele verdammte Roboter. Das heißt, hier die roten Engines müssen gepusht werden. Und Roboter allgemein mal gebaut werden. Und Skynet gebaut werden. Aber um Skynet zu bauen, brauche ich erstmal genug Roboter, damit es überhaupt alles einigermaßen gut von der Hand geht. Du da. Ersten Rohre kommen. Gut. Habe ich Engines noch, die ich irgendwo reinschmeißen kann? Nee. Okay, euch schneller machen. Wäre dann auch noch ein Plan, wenn es denn läuft. 4. Okay. Nicht noch mehr hier automatisieren, sonst kommen sie nicht hinterher. Wie schaut es mit Strom aus? Strom ist mäh. Aber ich habe viele Batterien. Bau von Handakkus. Brich die mal ab und bau danach die Frames. So. Britzel, britzel. Aber ich kann schon mal die... Also ich habe keine Akkus zum Setzen. Das bin ich mir bewusst. Hier übersetze ich gleich von Hand. Aber die Solar Panels sollten da sein. Das heißt, das kann gesetzt werden. So. Ganz langsam wird das was, ja. Ganz langsam. So, Umbauaktion. Osten wollte ich das Eisen erschließen. Wow. Oh, Moment mal. Seit wann ist die da? Ist die neu? Ich glaube nicht. Die muss ich stutzen. Kann es sein, dass die gerade richtig gut abgehen, die Viecher? Ich habe immer nur zu der Basis geguckt und die als bösen Boogeyman dargestellt. Aber dabei haben wir hier überall so eine riesigen Konglomerate. Hä? Oh. Das war wieder nur so ein Glitch. Oh, Radaranlagen. Ja, stimmt. Ich musste Radaranlagen bauen. Es läuft gerade nicht so wirklich mit den aktuellen. Die sind verstört. Gib mir Eisenplatten. So, bau Radarschüsseln. Brech das da ab, brech das da ab. Grüne Chips
sollten eigentlich auch durchgehend laufen. Tun sie auch, das ist sehr gut. Macht da mal die Munition rein, die brauche ich nicht. Und setzt euch da unten irgendwo hin. Wobei, ich mache einfach hier mal einen kleinen Cluster. So. Wir brauchen jetzt wieder irre viel Strom. Aber dafür können wir wenigstens auch genug Türme bauen, um die ganzen Basen dann zu knacken. Es sind immer noch genug Solarpanels da, also kann ich das auch erweitern. Und wir haben Illyrian Processing. Das ist schick. Dann erforsche jetzt doch bitte mal Laser. Go. Und wir haben keine hellblauen Tränke. Weil keine grünen Ärmchen da sind. Was? Kein Eisen? Hä? Wo hast du bisher dein Eisen herbekommen? Von da, aber es war alles weggefangen. Ja, okay. Das heißt, wir wären wieder bei dem Problem, dass nicht genug Eisen da ist, obwohl wir zwei Eisenfelder haben. Was wieder zur Ostexpansion dringt. Ja. Neuester Plan. Ich nehme jetzt diese und zerstöre wieder einen Teil der nordwestlichen Basis. Danach werde ich alle meine Kampfsachen wieder einmotten und die Osterweiterung machen. Weil das muss jetzt sein. Dazu werde ich wahrscheinlich erstmal recht viel Stein in die Schmelzöfen schmeißen. Wahrscheinlich baue ich auch irgendwo eine kleine Schmelzanlage auf, um schneller Stein zu Steinziegeln zu machen, um daraus Mauern zu machen. Dann erweitern wir nach Osten, schnappen uns das Eisenfeld, hauen da zig Tonnen von Drills drauf, Grinder hin und her. So. Dann haben wir noch Eisen, um genug andere Ressourcen zu bekommen, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Weil ich brauche von allem mehr. Ich brauche von allem viel. Das war der falsche. Falsch. Von allem viel mehr. Kann ich das irgendwie mischen? Geht das? Geht's jetzt? Nein, kann man auch nicht mischen. Okay. Du. Dahin. Gib das her. So, kommst jetzt außen raus? Ja, okay. Und dich bitte in eine nicht vorhandene rote Kiste. Die ich nicht bauen kann, weil ich keinen Stahl. Kass. Ihr merkt schon, ich bin ein wenig gestresst. Aber deswegen wird es ja auch gespielt, hat Kurio. Damit ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme. Und nicht einfach nur vor mich hin baue und hier was symmetrisch mache und da was symmetrisch mache, sondern weil ich auch gezwungen werde, diese Dinge zu machen, die ich so normalerweise nicht gerne machen würde. Da, bau rote Kisten. So, Essen auffüllen kann auch nicht schaden. So. Die rote Kiste sollte jetzt wohin? Die sollte oben zu dem Stein, damit ich genug Stein habe für meine Ziegelei. Da. So, wie viele Steine haben wir im System? Es ist nicht am System angeschlossen. Setzt verdammt nochmal überall einfach Ports hin. So. Wie viel Stein haben wir im System? 3100. Gott, das sollte für die Mauern reichen. Weil die Ostmauern werden hier eh komplett rüber kopiert. Da geht ja nichts verloren. Wir brauchen also die Steinmauern nur für das Stück hier unten und das Stück da oben und für den ganzen Landfill. Das heißt, aus dem Stein mache ich mal Landfill. Wie viel haben wir da? Oh, das schaut gut aus. Bau daraus bitte Mauern. 140 Stück. Und nochmal 110 Stück. Und das könnte schon fast reichen, oder? Also für eine Einfachmauer auf jeden Fall. Und eine Einfachmauer reicht total. Wäre es bisher noch nie gehabt, dass irgendeine Mauer durchbrochen wurde, schon gar nicht doppelt. Du bist ja echt doof mit deinen Feldern. Lass mal lieber so.
Gut. Beziehungsweise macht das. Mach das so. Legst dann hier in die Kiste. So. Und das tue ich jetzt mal da rein. Okay, okay. Jetzt erstmal ein Käfchen für mich. In der nächsten Folge losgehen, die Basis da weiter behaken, damit sie nicht zu groß wird. Nee, fliegen die in die Luft. Die Basis oben behaken, damit sie nicht zu groß wird. Und dann die Steinmauerherstellung, Osterweiterung in den nächsten. Wo willst du hin, kleines doofes Wuselding? Und dann die Osterweiterung in den nächsten 2-3 Folgen. Und dann kriegen wir das hoffentlich soweit alles in den Griff. Aber mit der Power Armor und der Illyrium-Forschung, jetzt sollten wir auf dem richtigen Weg sein. Also bis gleich.